Ein Sorgenfänger für Blümchen. Edda saß in der Schule und warf einen kleinen Blick aus dem Fenster und sah, wie eine Mitschülerin aus Fridas Klasse von ihrer Mama mit dem Auto zur Schule gebracht wurde. Sie beobachtete, wie die beiden scheinbar diskutierten und Anneliese, so heißt das Mädchen, ihrer Mama noch hinterher schaute, die einfach losfuhr. Es sah aus, als wäre sie traurig. Edda sah, wie sie eine ganze Weile noch dastand und zur Schule schaute und wieder ihrer Mama hinterher, obwohl sie gar nicht mehr da war. Nun drehte sich Anneliese um und ging ins Schülercafé anstatt in die Schule. Edda zog die Augenbrauen hoch und schaute immer mal wieder rüber zum Schülercafé. Aber Anneliese kam nicht mehr raus. Es klingelte zur großen Hofpause. Timmy war richtig gut drauf. Er hatte sich irgendwie verändert. Und seit er sein eigenes Pferd Alfie bekommen hatte, war er wie ausgewechselt. Inzwischen waren alle wie eine kleine Clique. Frieda, Bianca, Tanja, die immer noch nichts mit Pferden zu tun haben wollte, und Timmy. Auf dem Schulhof angekommen, sah Edda Laura, die schon wieder lauthals reden schwang. Anneliese war auch eine Freundin von Laura. Edda fragte mit einem Mal Frieda, »Du, sag mal, was ist denn eigentlich mit Anneliese?« Frieda schaute ganz überrascht und fragte erstmal, »Wie kommst du jetzt darauf?« Und ohne, dass Edda die Frage beantworten konnte, sagte Frieda gleich, »Die ist wohl krank, ist heute nicht zur Schule gekommen.« Jetzt bekam Edda einen Schreck. Es würde ja bedeuten, dass Anneliese gar nicht aus dem Schülercafé rausgekommen war, um zur Schule zu gehen. Edda sagte mit einem Mal, »Ich habe sie vorhin gesehen, wie sie ins Schülercafé gegangen ist.« Das fand Edda gruselig und sagte mit einem Mal, »Ob ich mal nachschauen gehe oder einem Lehrer Bescheid sage?« Bianca sagte, »Die Pause ist vorbei.« Edda verwarf ihre Idee gleich wieder und zack, klingelte es schon. Alle liefen rein, nur Edda schaute nochmal zum Café rüber. Ihr wurde die Situation immer unheimlicher, sodass sie auf einmal umdrehte und zum Café rüberlief. Schon durch die großen Schaufenster sah sie Anneliese, die an einem leeren Tisch saß und scheinbar malte oder was schrieb. Das Schülercafé war ein ganz gemütliches Café. Es war so schön verspielt und überall hingen Windspiele von der Decke. Edda ging rein und setzte sich zu ihr. Anneliese schaute sie mit großen Augen an, weil beide hatten noch nie ein Wort gewechselt. Edda sagte, »Du, Anneliese, geht es dir gut?« Aber sie hatte schon wieder den Blick auf ihr Blatt gerichtet, wo ein weißes Pony zu sehen war. Edda fragte, »Ist das Blümchen?« Anneliese schaute sie mit einem Lächeln an und sagte, »Ja, das ist meine Blume Letty.« Edda verdrehte den Kopf, um es richtig zu betrachten. Blümchen war ein Schulpferd auf dem Ponyhof, da wo Edda auch reiten ging. Sie war dort ein sehr beliebtes Pony. Sie war strahlend weiß und sie konnte alles. Jeder Schüler war froh, wenn er Blümchen reiten durfte. Dann wusste man, heute gibt es keine Probleme. Da Blümchen alle sicher und bedacht durch die Stunde schipperte. Naja, und zudem hatte sie ja sogar eine Westernausbildung und beherrschte wohl sogar die Arbeit am Rind. Eigentlich sah sie aus wie ein weißer Engel. Anneliese malte einfach weiter und tat so, als wäre Edda gar nicht da. Nun schaute Edda zur Schule rüber, durch das große Schaufenster des Cafés und sagte im nächsten Moment, »Musst du heute gar nicht zur Schule?« Anneliese schüttelte mit dem Kopf und malte einfach weiter, ohne Edda dabei anzuschauen. Gerade wollte sie wieder zu Anneliese schauen, als ihr Ponyhu neben ihr stand und sie zusammenschreckte. »Ponyhu«, sagte sie völlig erschrocken, »was machst du denn hier?« Das hingegen schaute traurig Edda an und sagte, »Du, Edda, das kleine Blümchen ist gestorben und deswegen ist Anneliese so traurig.« Anneliese schaute nun Edda an, die aus ihrer Sicht mit sich selber redete und mit einmal sagte, »Edda, mit wem redest du?« Edda schaute sie ganz traurig an und sagte, »Blümchen ist tot?« Anneliese schaute nun ganz entsetzt, »Edda, nein, sie ist nicht tot, sie hatte gestern eine Kolik.« Edda schaute nun ihr Ponyhu an, das sagte, »Edda, sie weiß es noch nicht, sie wollte zu ihr fahren, aber ihre Mama hat gesagt, erst nach der Schule.«
Anneliese schaute nun noch trauriger und sagte, »Ist sie wirklich tot?« Edda überfuhr ein kalter Schauer und sie schaute ihr Ponyhut dabei an und sagte, »Ich glaube ja.« Anneliese fragte, »Woher weißt du das?« Edda war nun ganz durcheinander und sagte, »Naja, das hat mein Pony gesagt.« Anneliese sagte, »Das, was nur du sehen kannst, worüber alle lachen?« Edda nickte und merkte, dass ihr das sehr unangenehm war. Im nächsten Moment sagte schon eine Stimme, »Was habt ihr beide während des Unterrichts hier zu suchen?« Frau Müller stand mit einem Mal neben den beiden und schaute böse. Edda sagte, »Ich habe Anneliese hier reingehen sehen und Frieda hat gesagt, sie ist krank und dann habe ich mal nachgeschaut, ob es ihr gut geht.« Nun schaute Frau Müller nicht mehr so böse und fragte im nächsten Moment, »Anneliese, stimmt das?« Die hingegen fragte Edda nochmal, »Stimmt das, dass wirklich Blümchen tot ist?« Ohne dass Edda antworten konnte, stand schon der nächste Lehrer da und fing an zu wettern, dass sie sich Sorgen gemacht hätten und beide bekamen eine Standpauke zu hören. In der Schule trennten sich ihre Wege. Edda lief mit Frau Müller zum Klassenzimmer zurück. Auf dem Weg dorthin sagte sie, »Das war sehr fürsorglich von dir, Edda, aber beim nächsten Mal sage bitte vorher einem Erwachsenen Bescheid, okay?« Edda nickte und wusste auch, dass sie recht hat. Aber viel schlimmer fand sie das, was sie Anneliese gesagt hatte. Sie wusste ja von nichts. Und heute ist doch Mittwoch, wo sie wieder zum Ponyhof fuhr. Edda traute sich gar nicht, zu Bianca und Frieda zu sagen, worum es eigentlich ging. Sagte einfach, ihr ging es nicht gut. Nach der Schule legte sie sich auf ihr Bett und wollte heute nicht zum Ponyhof fahren und legte sich schon ein paar Ausreden zurecht. Weil was ist denn, wenn das nicht stimmt? Obwohl, warum sollte sich das Ponyhof sowas ausdenken? Sie stand wieder auf und legte sich unter ihr Bett zu Miley, die dort lag. Miley war ein mittelgroßer schwarzer Hund, der sehr lautlos war, aber ihrer Edda auf Schritt und Tritt folgte. Edda kauerte sich neben Miley, die leise schnarchte. »Da«, sagte eine Stimme. Edda schreckte hoch und stieß sich direkt den Kopf und sagte, »Ponyhu!« Edda kroch wieder unter ihrem Bett vor und blieb auf der Erde sitzen. Das Ponyhu legte sich zu ihr und sagte, »Du weißt doch, dass sie nicht weg ist, ne? Dass man nicht so schlimm traurig sein muss oder sein soll. Klar ist sie nicht mehr da. Aber du weißt doch, da sie nicht weg ist.« Edda nickte und sagte, »Ja, sie ist jetzt ein Knopfgeist. Los, Edda, fahr zum Ponyhof. Nicht hinfahren ist auch keine Lösung.« »Aber ich konnte doch gar nicht wissen, dass sie gestorben ist, Ponyhof.« Widerwillend stand sie auf und wollte gerade noch was sagen. Da klingelte es schon. Es war Frieda und Bianca kam schon angelaufen. Beide hatten richtig gute Laune, nur Edda nicht. Sie überlegte für einen Moment, ob sie was sagt. Aber Frieda schnatterte heiter drauf los und fragte gleich, was sie mit Anneliese im Schülercafé gemacht hat. Edda sagte nur, es ging ihr nicht gut, Frieda. Bianca schaute prüfend Edda an und sagte gar nichts. Frieda sagte gleich, das habe ich mir schon fast gedacht, weil ihre Mama hat sie ja auch gleich wieder abgeholt von der Schule. Und Laura hat gesagt, dass Anneliese nur übertreibt. Kaum kamen die drei durchs Tor, nahm schon Katrin, ihre Reitlehrerin, sie in Empfang und sagte, los, gleich ab in die Stallgasse. Frieda schaute nun die beiden an und sagte, ist irgendwas passiert, da Katrin so ernst wirkt? Wieder schaute Bianca Edda an und es fuhr ein klappernder LKW auf den Hof. Er hörte sich so an, als ob er Ketten transportieren würde. So laut klapperte er. Alle versammelten sich in der Stallgasse und Edda sah mit einem Mal Anneliese und Laura umarmte sie. Frieda sagte, was ist denn passiert? Nun sagte Edda leise, ich glaube, Blümchen ist gestorben. Bianca schaute wieder Edda an und sagte nun, ich wusste die ganze Zeit,
dass du genau wusstest, was hier gerade passiert. Es war eine schreckliche Stimmung in der Stallgasse. Keiner wusste so recht, wie er sich verhalten soll. Alle, wie sie hier standen, hatten schon einmal mit Blümchen zu tun. Sie war das beliebteste Pony in diesem Stall. Nun fuhr dieser LKW wieder los und Bianca sagte, jetzt ist sie weg. Edda schaute Frank Bianca an. Die sagte, ja, der LKW hat sie abgeholt. Ich habe das schon mal gesehen in meinem alten Stall. Gerade wollte Edda noch was sagen, als schon Katrin in die Stallgasse gestürzt kam. Sie blieb stehen und man merkte selbst Katrin an, dass ihr das Reden sehr schwer fiel. Sie schaute alle an und sagte, unser kleines Blümchen ist gestern gestorben, gestern Abend. Sie hatte eine schwere Kolik mit unfassbar schlimmen Schmerzen. Sie ist 28 Jahre geworden und war das beste Pony dieser Welt. Das hat Katrin immer gesagt, wenn sie über sie sprach. Sie war nicht nur ein Engel, sie hatte sogar die Farbe. Sie war strahlend weiß. Nun machte Katrin eine kleine Pause und redete weiter. Wusstet ihr eigentlich, wie sie ganz, ganz früher mal hieß? Und schaute in die Runde. Sunny, sagte eine Stimme. Es war Anneliese, die immer noch schluckste. Katrin schaute zu ihr und sagte, richtig, Anneliese. Nun entdeckte Anneliese Edda und schaute sie an, während Katrin weitersprach und versuchte, die Kinder aufzumuntern. Mit einem Mal lächelte sie Edda an und nickte ihr zu, während ihr immer noch die Tränen liefen. Edda konnte aber nicht weinen, weil sie wusste ja, dass Blümchen jetzt ein Knopfgeist ist. Dass sie sie zwar vielleicht nie wiedersehen würde, aber es ging ihr dort viel besser, dort, wo sie jetzt ist. Viel besser. Los, Edda, sagte Bianca, wir gehen. Edda war so in Gedanken, dass sie Katrin gar nicht mehr zuhörte. Sie schaute Bianca an und sagte leise, wohin gehen wir denn? Bianca grinste und sagte leise, wir gehen jetzt nach Hause, Edda. Der Unterricht fällt heute aus. Irgendwie war das Edda echt recht. Sie wollte sich gerade umdrehen, um loszugehen, als sie jemand am Arm festhielt. Anneliese schaute ihr das erste Mal in die Augen und sagte mit schluchzender Stimme, danke, Edda, dass du zu mir gekommen bist. Ach, und Edda, ich weiß, dass dein Ponyhof existiert. Sie ließ Eddas Arm wieder los und lief raus aus dem Stall. Edda schaute ihr noch einen Moment hinterher. Ein kleines Lächeln überzog ihr Gesicht. Auf dem Weg nach Hause war es sehr still. Frieda weinte und Bianca und Edda wechselten kaum ein Wort. Irgendwie war Edda wütend. Warum, wusste sie auch nicht so genau. Als sie in ihr Zimmer kam, warf sie ihren Rucksack mit Schmackes durch ihr Zimmer und warf sich auf ihr Bett. Miley, ihr Hund, verkroch sich wie immer unter ihr Bett und sie hörte sie zittern. Sie wollte gar nicht aufhören zu zittern. Edda lehnte sich kopfüber unter das Bett und sagte, du brauchst keine Angst haben, ich bin nicht auf dich wütend. Warum ist das immer alles so kompliziert? Und streichelte sie dabei. Als sie wieder hochkam, sah sie ihren ausgekippten Rucksack, den sie gerade noch wütend in ihrem Zimmer umhergeworfen hatte. Und es kam ein kleines Päckchen zum Vorschein. Edda setzte sich gerade hin und sagte mit einem Mal, stimmt ja, das Geschenk von Tante Martha. Edda und Tim hatten am Weihnachtsabend von Tante Martha ein Geschenk bekommen. Wisst ihr das noch? Edda hatte es in den Rucksack gesteckt, weil es auf einmal ganz schnell gehen musste wegen dem Regen. Naja, und als sie zu Hause ankam, warteten ja schon alle auf sie. Dieses Geschenk ging komplett unter. Es lag seit Tagen tief in Eddas Rucksack vergraben, unter einen Pullover, den sie an diesem Tag auch in den Rucksack stopfte. Sie sprang auf und rannte regelrecht zu ihrem Rucksack und nahm dieses liebevoll eingepackte Geschenk und wickelte es langsam aus. Eine Schachtel kam zum Vorschein. Sie versuchte, den Deckel aufzunehmen. Das war aber gar nicht so leicht, da es schon leicht zerknautscht war. Edda riss ihn jetzt einfach auf und eine Karte kam zum Vorschein.
Die legte sie einfach beiseite und wickelte einen Gegenstand aus, der in einem dünnen rosanen Papier eingewickelt war. Nun schaute sie diesen an und drehte ihn und sagte, das ist ja schön. Aber genau wusste sie nicht, was das ist. Nun nahm sie doch die Karte und fing an zu lesen. Meine liebe Edda, das ist ein Sorgenfänger. Behüte ihn gut, denn er wird auch dich vor Sorgen behüten. Hänge ihn am besten über ein Bett, dass er nachts, wenn du schläfst, deine Sorgen nimmt. Aber bevor du ihn aufhängst, schaue einmal durch. Deine Martha. Edda legte die Karte beiseite und schaute wieder auf den Gegenstand und sagte leise, du bist ein Sorgenfänger? Und begutachtete ihn wieder. Ich soll einmal durchschauen? Langsam hob sie ihn hoch und schaute in der Mitte durch. Für einen Moment hätte sie schwören können, Blümchen gesehen zu haben. Das war richtig unheimlich. Sie nahm ihn sofort wieder runter und schaute noch einmal durch. Nein. Nun war das Bild weg und sie sah ihr Zimmer. Ihr fiel auf, dass da ein Sorgenknopf dran hing. Die kannte sie schon. Aber der hatte Ohren. Oh, wie süß er aussah. Und schaute um ihr Bett rum, wo sie ihn anhängen könnte. Oha, da schaute ein Nagel aus der Wand, der genau über ihrem Bett hing. Zack, hing sie ihn an und schaute, wie es aussah. Abends im Bettchen erzählte sie alles ihrem Ponyhu. Aber irgendwie wollte sie heute gar nicht darüber reden und stammelte so rum. Das Ponyhu unterbrach sie und sagte, Edda, weißt du eigentlich, warum du durch den Sorgenfänger schauen solltest? Edda erstarrte und sagte leise, damit ich nochmal Blümchen sehen kann? Du hast Blümchen gesehen, als du durchgeschaut hast? Edda nickte. Oh nein, sagte das Ponyhu. Damit die Sorgenfänger wissen, dass du jetzt auch einen hast. Wer sind denn die? Fragte Edda. Du erkennst sie daran, dass sie Ohren haben. Und sie sind wahnsinnig stark. Deswegen braucht man nur einen. Sie mildern die Sorgen. Nun schmunzelte Edda und sagte, das ist ja krass. Was soll mir denn jetzt noch passieren, hä? Ich habe einen Sorgenfänger und Sorgenknöpfe. Das Ponyhu sagte, hast du nicht was vergessen, Edda? Edda grinste und sagte, ach ja, und ein kleines, dickes Pony. Das sagte leise, ich bin nicht dick, und schloss die Augen und sagte, schlaf schön, kleiner.